Ronny Chamaresi, ihr arbeitet als Medium. Wenn wir zurückgehen, vielleicht in eure Kindheit, ihr habt schon früh gemerkt, ihr seid anders als die anderen. Wie hat sich das gezeigt? Also, es hat sich für mich eigentlich so gezeigt, dass ich ja, sehr früh in meiner Kindheit, also das erste Erlebnis war so mit 4,5 Jahren, wo ich eigentlich nicht im Wohnzimmer hatte, darf spielen. Meine Mama ist also eine super Mama, aber schon eine pingelige Mama. Und wir haben einfach überall darf spielen, aber nicht im Wohnzimmer. Meine Mama hat die Händeteppich gekannt, so, das war wichtig für sie. Und der darf mich ins Wohnzimmer spielen und hat auch nicht mehr Mäuse, was für mich eher außergewöhnlich war, weil ich bei anscheinend ein sehr pflegeliches Kind war. Und Mama ist dann irgendwann mir sagen und ich habe einfach nicht gefolgt. Und ja, kurz zusammengefasst, das ist dann einfach ein Freund neben der Mama gestanden, wo ich, ja, ich habe wirklich noch nie so eine schöne Freude gesehen wie die. Und die hat mir dann gezeigt, ich soll mitkommen. Und für mich ist das wie so, aha, ja, mitgehen gewesen. Und dann bin ich mitgegangen und Mama hat schon gedacht, ja, wieso stehe ich jetzt nicht? Geht da ein. Aber hat dann gefunden, ja, jetzt folgt es endlich. Und ich kann mich erinnern, dass die mit mir im Zimmer gespielt hat. Und Mama, irgendwann später, da ich halt auch so ein bisschen Lücken drin, weil ich noch sehr jung war. Irgendwann später ist Mama gekommen und gesagt, du hast jetzt schon gespielt, dann kannst du jetzt Mittag essen. Und die Frau ist so neben mir vorbei und in der Mama gestanden, hat mir gewunken. Und ich habe zurückgewunken und das ist jetzt mal weg. Und was im Nachmittag passiert ist, weiss ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiss nur, dass ich nachher ins Bett gegangen und gemerkt habe, wenn ich so in der Einschlafphase war, dass mir jemand über die Bogen streichelt. Und ich habe einen Angstfleck, weil ich gedacht habe, die Frau ist wieder da. Und hat die Augen aufgemacht. Und von da weg ist eigentlich alle nach meinen Räumen oder mein Zimmer voll gewesen mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht gekannt habe. Es ist ja so, als Kind hat man ja, sagen wir mal, Berührungsängste durch zu anderen Leuten grundsätzlich. Ja. Habt ihr das Gefühl nie gehabt von Angst oder von Zurückhaltung? Also jetzt in Bezug auf Verstorbene, wohl sehr. Oder auch auf die Person, das, konkret am Anfang. Ja, mal, das ist, also mir hat das ehrlich gesagt 21 Jahre lang ganz, ganz schlimm Angst gemacht. Ich habe also auch, bis ich 15 war, regelmässig zwischen meinen Eltern geschlafen, weil ich so Angst hatte, weil ich einfach nicht allein in meinem Zimmer schlafen konnte. Aber ja, das ist glaube ich einfach auch, weil man als Kind alles nochmal ganz anders sieht. Und die sind halt immer da und ich einfach nicht gewusst, was die von mir wollen. Und mir hat ja niemand zeigen, wie ich mit denen so kommunizieren soll. Und das hat einfach Angst gemacht. Aber die haben nie jetzt so, also wie man es vom Film kennt, hässlich ausgesehen oder so. So ist das also wirklich nicht gesehen, ja. Und die Leute die haben nachher einfach immer einen Angst um den Platz in ihrem Leben gehabt. Also ich habe das wie akzeptiert. Und das ist tagtäglich in der Nacht immer so passiert. Absolut, also ich denke, akzeptiert, das würde ich jetzt so vielleicht nicht unbedingt sagen. Es ist mir einfach, man lebt damit. Man müsse ja der. Und in der Pubertät habe ich dann das so ein bisschen angefangen zu verdrängen, weil ja, man hat halt also andere Sachen am Kopf in der Pubertät. Und da ist dann, hat es dann so ein bisschen aufgekehrt, dass ich das immer so extrem gesehen habe. Dann habe ich es einfach dann wieder mehr gespürt, anstatt gesehen. Und das hat mir schon ein bisschen gewohnt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn man es dann so mit ja, mit dem visuellen Auge nicht mehr lokalisieren, ist dann aber fast wieder schlimmer eigentlich. Aber ich wollte einfach so in der Zeit auch nicht wollen, dass das irgendjemand weiss. Weil ich habe dann angefangen, sehr, ja, mich kreativ zu betätigen und ich habe so gefunden, es lenkt ja, wenn alle denken, die ist Künstlerin. Ich habe gefunden, dass man es auch nicht noch... Das heisst, ihr redet gar nicht mehr anvertrieben, weder der also Mutter noch der Kollegin, niemand. Meine Eltern, absolut. Also meine Familie, ich habe keine Top-Familie. Die sind auch sehr offen mit mir umgegangen, mit meiner Schwester natürlich auch. Aber ich habe mir schon gesagt, los, gut, ich tue das vielleicht nicht unbedingt überall erzählen, weil ja, man hat ja nicht gewusst, wie die Leute reagieren. Und meine Eltern sind zwar sehr offen und haben nie viel auf das gegangen, was man im Dorf gezählt hat und so, aber gleich, ich habe einfach Angst gehabt, ich bekomme ein Problem. Aber haben Sie gesagt, Hilfe, ist die Tochter spinnt? Oder haben Sie gesagt, haben Sie Interesse gezeigt und gesagt, was läuft denn ab, was geht, wie findest du das? Also sie haben, ich glaube, meine Eltern hatten nie gedacht, ist die Tochter spinnt. Ich glaube, meine Eltern haben so der erste Input, ist halt gesehen, ja, von welchem hätten die das? Weil weder meine Mama noch mein Papa mit dem in dem sie zu tun hatten. Aber sie hat mir immer sehr aufmerksam zugelassen, sie hat mir immer das Gefühl gegeben, weil ich halt euch viel erzählt habe, von Leuten, die ich nicht wissen konnte, so wie die uns gesehen oder so, haben sie ziemlich bald mal gemerkt, ja, das ist etwas anderes. Aber die hätten mich nie abgestempelt, das hat das nie gemacht. Ja. Wie war es denn mit den Leuten, die da waren, in diesen Räumen? Haben sich die
Also habt ihr mit denen kommuniziert? Also habt ihr die auch vertrieben? Habt ihr mit denen geredet? Oder ist das mehr einfach das Erscheinungsbild gewesen? Also ich weiss, dass ich immer wieder mal mit meinem Opa mütterlicherseits geredet habe, weil das war so der Einzige, der mir nicht so Angst gemacht hat. Und bei allen anderen habe ich einfach immer das Gefühl, wenn ich unter dem Duvet mich verstecke und mich da stillhalte, dann sehen die mich nicht. Das ist einfach so meine... Ein Selbstschutz? Ja, genau. Ich habe als Kind einfach das Gefühl, wenn ich da lang genug still bleibe, dann sehen die mich nicht. Und manchmal habe ich es halt geschafft, aufzurennen und uns zur Mama und Papa ins Schlafzimmer zu rennen. Und sie haben ja halt da wirklich uns gehabt, bis er fast nicht mehr gegangen ist. Also bis mir da wirklich der Schweiß im Brick rum ist unter dem Duvet. Aber das ist einfach so... Ja, die einzige Rettung war im Prinzip. Und mein Grossvater? Warum hat man mit ihm gehängert? Ja, der hat mir einfach viel gesagt, du musst nicht Angst haben, ich bin doch da und die Welt nichts besser. Oder der hat mir auch viele so Bilder gezeigt, das scheint ihm Freunde zu leben. Aber das hat mir wenig geholfen, das hat mir wenig gelenkt. Ich habe einfach so das Gefühl, ja, aber... Ja, also am Anfang habe ich gar nicht gewusst, wer er ist, weil ich ihn noch gar nicht kannte. Also, der ist also er hat dir quasi gesagt, ich bin dein Grossvater? Nein, das aber ganz am Anfang nicht. Ich habe dir beschrieben und ein Foto gesehen. Quasi verstanden, ah, das ist mein Opa, das ist der Papa von der Mama. Und irgendwann hat er schon gesagt, ja, ich bin der Opa und so. Aber es ist dann, da ich den nicht gekannt habe zur Lebzeit, hat mir das wie nicht geholfen. Ich habe so das Gefühl gehabt, du bist ja mir ein Fremd, oder? Und der ist nachher mit der Zeit, ist dann aber nicht mehr so viel da gewesen, weil es wahrscheinlich für mich auch darum gegangen wäre, mich dann zu stellen. Aber als Kind finde ich das wahnsinnig schwierig. Ja, das heisst, euch fragetechnisch habt ihr gar nicht den Zugang gefunden. Also grundsätzlich würde man jetzt als Normalbürger, die nach ihrem Schluss sagen, würde mich ja fragen, ja, was machst du jetzt und wer ist es und hast du etwas vermisst aus deinem alten Leben? Und so, diese Fragen hat es nicht gegeben. Nein, also ich denke, aber so als Kind hat man ja ganz andere Fragen im Kopf. Oder? Und als Kind, also ich bin halt durch private Gründe recht früh erwachsen gewesen, wenn ich das so darf sagen. Weil da meine Cousine ist sehr früh in die Drogen geraten. Und meine Mama war schon zu viel im Gotti gesehen und dann ja, hat man sehr schnell das Gefühl, ich will ja dann auch nicht nur Probleme machen oder so. Und ich bin halt immer sehr ein kränkliches Kind gesehen und ich habe mir gefunden, dass das lenkt, oder? Und darum, ja, du hast als Kind halt auch viel, hast du so das Gefühl, wie sobald das Nacht um ist, yeah, es ist wieder Tag und jetzt kann ich ja wieder Kind sein, weil der Tag durch ist das einfacher gewesen für mich, anstatt in der Nacht. Der Tag durch bin ich halt einfach auch beschäftigt gesehen.